Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Sekiro Shadows Die Twice. Und wir sind auf dem Weg hier runter in dieses neue Gebiet, in die Tiefen von Ashina. So. Mal schauen, wie es läuft. Ja, ich war gerade eben tatsächlich schon hier, aber vergessen die Aufnahme zu starten. Bei mir läuft die Zeit mit den Aufnahmen, ne? Junge. Fuck you. So, mal gucken. Ah, Junge. Fick dich doch im Arsch. Und das ist mir vorhin übrigens auch schon passiert. Das ist so eine Drecksmap hier. Göttliche Hilfe immer. Ich kann es mal am Arsch mit göttlicher Hilfe. So. Dann mal wieder hier hoch. Probieren wir es mal über den Weg. Nach einem Teachshot ist schon mal nicht schlecht. So. Oh ja, toll. Er hat mich wieder. Juhu! Ja, moin. Oh Mann, das ist so dumm. Ich bin nicht so schnell in diesem Scheißsumpf. Ich könnte heulen. Entschuldigung an alle, denen gerade die Ohren explodiert sind. Aber ich könnte ja gerade so heulen. Das ist so eine Drecksecke hier. Das ist so eine Schandstadt-Scheiße. Man hat aus Schandstadt nichts gelernt. Nichts. Wie Schandstadt gehasst hat man. Und übrigens, es gibt keinen Souls-Spieler, der mir erzählen kann, er hat Schandstadt gemacht. Und fuck you, als ob der mich gesehen hat, man. Dreh dich um, Pisser. Ja, das ist so dumm. Dreh dich um! Na toll. Oh ja, Stunlock geht auch nicht. Ist okay. Leider nicht. Genervt. Und heute war ein langer Tag an der Uni, Alter. Ich hatte heute von 11.15 Uhr bis 19 Uhr Uni. Ich darf genervt sein. Aber Alter, das ist so ein Spaß für ein Eck hier. Ja, da haben sie bestimmt auch den ganz speziellen Mitarbeiter dran arbeiten lassen wieder, ey. Ich verstehe halt nicht, wie man nach Souls 1 immer noch so was wie eine Schandstadt bringen kann. Alter. Junge. Ich heile mich sehr bewusst nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe. Das geht mir so auf den Sack. Das ist so eine dumme Scheiße, die Map. Ich verstehe nicht, wer solche Dinger bei From Software abnickt, ey. So, wir machen den jetzt alle und kommen nochmal ganz hoch. Ich habe vielleicht einen Plan, wie wir da ungemerkt hinkommen. So, gehen wir hier wieder hoch. Ja, toll. Alter, ist halt echt schwierig.
Junge, wie hat der mich denn gesehen? Alle 20. Jetzt ist der wenigstens mal weg, Mann. Hallo? Was? In welcher Welt hat denn der mich jetzt gekriegt? Weißt du, als ob er halt nicht irgendwie mal, keine Ahnung, vergiftet wird oder so? Wäre vielleicht mal eine Idee. Hallo, ich mache hier mein Ninja-Ding. Oh, Junge, komm, fick dich doch ins Knie, Mann. Ja, komm. Dann ist er auch noch schneller mit diesem Riesending. Dümmste Map ever. Ja, tut mir leid, das hat halt auch nichts mehr mit Spaß zu tun. Das ist einfach nur dumm. Ich verstehe nicht, wie man in Schandstadt von allen gesagt bekommen kann, Leute, Schandstadt war der größte Dreck. Ja, bringen wir nochmal. Also, die FPS schmieren hier zwar nicht so ab, aber Schandstadt war an sich einfach Dreck. Und dann bringen sie wieder so eine Giftkacke. Ajo, ja, ist klar. Aber noch hat der mir hier nicht gekriegt. Ach, die da hinten verpiss ich. Weißt du, er kann halt aus dem Schlag direkt ins Blocken wechseln, das kann mein Männchen ja schon gar nicht. Ach komm! Alter, was? Oh ja, er schießt noch ein paar Mal. Juhu. Ey, weißt du, dass er dann einfach da im Gift stehen bleiben kann und weiter rum. Es ist so, weißt du, sein Move ist schon lange durch, ey. Ja, komm, fuck you, Mann. Es ist so dumm, ey. Ey, da vergeht mir schon wieder so richtig die Lust. Es ist so dumm. Ja, das wird eine Salzfolge, ich weiß. Aber ihr könnt doch nicht sagen, oh ja, geil! Giftlevel! Ja! Hatten wir ja schon lange nicht mehr in gar keinem Souls-Teil. Junge, ich verstehe Menschen nicht, die sagen, boah, Giftlevel sind geil, Alter. Da bin ich gern. Giftlevel machen Bock. Das sagt niemand. Mir kann niemand erzählen, dass es irgendwen gibt, der sagt, boah, geil, Mann, so Giftlevel, da hätte ich jetzt aber wieder Bock drauf. Das wäre schon fresh, so ein Giftlevel.
nervt mich richtig, ey. Hallo. Hier, Mr. Sniper, sieht mich wieder. Lass die nicht bleiben, Alter. Ohne Hitz. So, jetzt muss ich was für ihn einfallen lassen. Wer weiß, wo ich bin, ne? Alter, wieso? Kannst du so schnell zuschlagen? Oh, jetzt steht er wieder eine Stunde da hinten. Ja, fuck you, Alter. Ja, dann spitze ich das halt aus, also hab ich auch kein Problem mit. Ach komm! Oh, das ist auch so ein dummer Kack-Move. Dass er das überhaupt kann, ist auch so behindert. Ja, fuck you. Dass das auch nur so ein kurzes Zeitfenster hat, wo das gilt, ne? Auch ein bisschen dumm, ne? Alter, klar, schlag noch durch die Wände durch. Oh, tut mir leid, aber sowas nervt mich so richtig. Weiß jetzt, steht er da eine Stunde mit seinem. Oh Junge, komm, das ist doch. Mach doch was du willst da hinten. Ohne Flachs. Oh ja, toll. Das hat natürlich noch gefehlt. Juhu! Natürlich muss ich was getrunken sagen. Schwerer Geldbeutel nicht aufhören muss. Alter. Von wo er trifft, während mein Männchen rennt, ne? Wo bin ich da jetzt hochgekommen? Jo, nehme ich. Sorry, aber nervt mich komplett. Also das ist so dumm, solche Maps. Ich hasse Giftlevel. Nur Hurensöhne bauen Giftlevel. Das ist so. Den alle anderen Mitarbeiter hassen, der muss das Giftlevel bauen. Weil er ein Hurensohn ist. Ah. Yo, Mr. Marksman weiß direkt, wo ich bin. Läuft. Ich mach den Typ nämlich auch gerne mit. Du hast aber halt auch gar keine Chance, irgendwas zu reißen, ne? Wie viel brauchen wir? Eins. Da, bin ich auf den Sack. Ah, nein, ich bin tot, yo. Und dann ist er so stark, Alter, dieses übertriebene Feuerkraft, Mann. Das macht halt einfach keinen Spaß, Mann. Das ist einfach so dumm. Der Charakter ist einfach schon bescheuert. Also nicht meiner, sondern der Gegnercharakter. Das ist so ein... Wo ich das erste Mal da durch bin, also nicht hier durch, sondern oben bei der Kanonenfestung. Da war ja auch einer von denen. Und du kriegst den halt nicht gekillt, ohne dass du von hinten diesen scheiß First Hit drauf machst. Die gehen mir an sich mit ihren scheiß Knarren auf den Sack, ne? Weil die schießen auch deutlich öfter als die anderen. Warte, das schießt verwundet mich auch mit.
So, ihm will ich jetzt den First Hit geben, dann pick ich ihn aus dem Leben. Ich bin ja nur minimal genervt, ey. Das ist auch so unfair, dass er. Ja, jetzt komm her, Mann. Das ist so dumm, komm jetzt her! Ah, da kriegst. LOL, der zieht mir trotzdem Leben ab. Ah, tut mir leid, aber das kann's ja nur salzig werden. Da stelle ich mich hier. Super herkommt. Hier trifft, Alter, ne? Kannst dich gleich noch verpissen, Alter. Ach komm, Mann, er... Junge, wie schnell kann der mal nachladen oder sowas? Hallo, Controller? Yo, Controller ist am Arsch. Geht wieder. Aber weißt du, er muss halt auch nicht nachladen oder sowas. Nein. Nein. Das ist wieder so ein Kampf, wo ich mir denke, boah, den hättest du echt nicht gebraucht, ne? Nein! Ah, ich hab mich schon wieder tot gesehen. Ich geh mir ein Bier holen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Das hältst du ja ohne Alkohol nicht aus. Kann auch sein, dass mir der Gegner einfach nicht liegt. Alles im Bereich des Möglichen, aber ich hasse es hier unten jetzt schon. Und ich bin mir fast sicher, das wird nicht besser werden. Ich bin mir da nicht nur fast sicher, ich bin mir da zu 95% sicher. Giftlevel sind AIDS. Boah, was wäre denn eine Option? Gar nichts, ne? Feuerwerk vielleicht. Steh auf, damit ich hier runterfliegen kann. Vergrab dich einfach, besser du nährst. Nein. Oh mein Gott, ey. Schwierige Geburt, also ohne Witz.
hasse es ja nicht, dass ich von dem so auf die Fresse bekommen habe, ne? Boah. Hat mich richtig geladen, ne? Dummer Spast. Oh, das kann ja was werden hier unten. So, jetzt bin ich wieder besser drauf, wo der Typ tot ist. Ich hasse ihn, ne? Schlimmster... Oh Gott, das sieht nach Bossraum aus. Oh, das schreit Bossraum. Oh ja, das schreit Bossraum. Ich gehe mal kurz unsere Fähigkeitspunkte ausgeben, sonst sind die gleich weg. Gleich. Was ist denn jetzt los? Übrigens, kaum habe ich Bier getrunken, läuft das wieder, ne? Ist der Typ tot? Dummer Spaß. Boah, Junge. Fähigkeiten erwerben. Das ist alles Stuss, das will ich gar nicht. Kraftprojektion. Lässt nach dem Einsatz bestimmte Prothesen die Übertragung der Kraft des Moduls in das Schwert zum Ziel nach vorne freizusetzen. Der Angriff variiert je nach dem verwendeten Prothesenmodul. Okay. Ja, den Scheiß braucht keiner. Dann können wir sparen. Ich gehe schwer davon aus, dass da gleich ein Boss kommt. Das schreit in all seiner Form Bossraum. Wenn wir da durch sein sollten, werde ich kurz zum Bildhauer gehen und unsere Prothesen verbessern. Also wir werden entweder gewinnen oder verlieren. Vermutlich zweiteres, aber ich glaube immer noch an den Sieg. Wir werden gewinnen. Aber das hier schreit für mich fett fucking Bossraum. Hallo? 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 Junge, das schreit Bossraum. Ich bin erst überzeugt, dass es kein Bossraum ist, wenn ich hier durch bin. Hallo? Hallo? Ich glaube immer noch nicht, dass es kein Bossraum ist. Das war irgendwie... Ich glaube nicht dran, dass es kein Bossraum ist. Nie im Leben glaube ich daran. Wo bin ich jetzt? Er hier. Hi. Sie ist fort. Aber vor ein paar Momenten war sie noch hier. Ihr seid... Huh? Oh, der Shinobi... Wie kommt er da eigentlich überall durch? Hör zu. Ich habe sie endlich gesehen. Die Shamisen-Spielerin ist eine Frau. Ich konnte sie zwar nur aus der Ferne sehen, aber sie war wunderschön. Und gleich wieder verschwunden. Oh, hätte ich sie doch nur gefragt, ob sie mich ruft. Aber ich war von der Melodie verzaubert. Und dann war sie auch schon im Nebel verschwunden. Oh, das schreit Bossgegner. Oh, das schreit Bossgegner. Eine Frau hat man bisher noch nicht als Gegner, ne? Als Bossgegner. Oder? Doch, die Schmetterlinge, ne? Trotzdem, ich bleib dabei, das schreit Bossgegner. So. Auch das hier schreit alles Bossgegner. Wow. Okay, was geht denn mit den Hühnern hier? Die haben ja mal gerade heftig Schaden, oder das hat jetzt ja mal heftig Schaden gemacht. Da kommt Freude auf. Nautigoppe. Und gibt sich am Spieß. Hi. Oh, ja. Wenn ihr den Weg des Buddha kennt, würdet ihr jemanden töten, der sich ihm entgegenstellt?
Jemanden, der sich Buddha entgegenstellt? Genau. Und warum sollte ich das tun? Derjenige, von dem ich rede, versteckt sich in einem verlassenen Tempel dort vorne. Er hat das Dorf mit einem Schattennebel umgeben, damit er die Dorfbewohner zum Narren halten kann. Ein verlassener Tempel? Ja. Es ist ein altes Gebäude. Die Tür mag verschlossen sein, aber im ersten Stock sollte es ein Loch geben. Ah ja. Ich bleib dabei, das schreit Bossgegner. Und diese ganze scheiß Aggro-Hühnchen schreit auch Bossgegner. Eigentlich dachte ich, ich muss mich nicht heilen. Hab mich nicht besonders schlau gehalten. Junge, was? Was sind das für kranke Hühner hier? Ich habe eine Vermutung. Und zwar, dass das hier ein Phantom ist. Und ich glaube, ich vermute richtig. Das Übelste, was ich jetzt gerade machen kann, die ganzen Leute abmetzeln. Boah! Das ist ja mal super fies, ey. So, die Tür ist ja verschlossen, hat er gemeint, ne? Wir gehen jetzt hier erstmal in Ruhe um. Das brennende Schwert sieht übrigens sehr geil aus. Oh, Alter, das geht nicht richtig wieder. Alter, was ist denn das für Spiele für die Drecksecke? Also irgendwie ist das schon ein bisschen fies, wenn ich die nicht sehen kann, ne? Wenn du jetzt schief drüber. Alter, kommst du jetzt her? Jetzt ein leichter Geldbeutel, ne? What the fuck, Alter. Junge, wo ist denn der? Boah! Ja, was ist das hier für eine miese Scheiße? Schwierig. Ja, die müssen irgendwo da oben hocken, tatsächlich. Okay, ich mach dem Typ trotzdem Schaden, auch ohne dieses Teil. Ohne dieses Feuer. Ich dachte, das wäre extra für die... Hallo? Alter, was ist denn das hier? Was?
Der? Ja, was ist denn das hier für eine Drecksnack? Alter, was ist das hier? Junge, what the fuck? Long. Wow. Wie stehen wir nochmal zum Senpo-Tempel? Alter, das wird ja immer schlimmer von Map zu Map. Keramik, der Juhu. Guck mal, da unten ist auch noch was. Kommt der jetzt doch wieder runtergeflogen, ey. Warum sind das hier alle so gut gewesen? Wo zur Hölle bin ich denn hier? Oh, das Böse, das wäre wahrscheinlich doch in den Senpo-Tempel gegangen, leck mich am Arsch. What the fuck ist denn das? Alter. Kommt wann anders wieder? Alter, was geht denn hier ab, Mann? Was ist das für eine Map? Wie ich einfach mal gar nicht hier sein will. Wow, what? Alter, erzähl mir doch nicht, dass den jemand hat kommen sehen. Alter, wie mies ist denn das, dass hier auf 5 Meter unsichtbar wäre? Gut, mit unsichtbaren Gegnern komme ich aber klar, die waren Dark Souls 2 auch nicht so übel. Aber Alter. Wow. Ich höre die Pisse halt bloß rumlatschen. Junge. Habt ihr den Typ da mit dem leuchtenden... Achso, ich glaube den zu kennen. Jetzt wo mir gerade einfällt, das leuchtende Schwert. Aber von dem sollte ich mich dann auch fernhalten, wenn ich mich kenne. Boah, Alter, was ist denn hier los, Mann? Diese 5 Millionen Wölfe, ne? Und ich guck, dass ich da oben im ersten Stock reinkomme und dann drauf geschissen, Mann. Also, sorry, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Deswegen bin ich so still, das ist super, super tricky, dass ich die nicht sehen kann. Was ist das für eine Scheiße hier?
denn da? Den scheiß Wolf den ersten bloß gesehen, weil es da rumgeraucht hat, ey. Junge! Boah, ich dachte gerade, der Baum da wäre was, was da steht, nicht gleich umbringt. Alter, fuck you. Dass sie aber auch erst nach dem Angriff sichtbar werden, ne? Gehen wir runter? Ja. Oh! Junge, wie viel Glück kann man eigentlich haben? Alter. Komm ich da hoch? Junge, mach mich doch nicht fertig, ey. Das hat mich immer gesagt. Boah, Alter, leck mich fett. Komm, mach dich weg jetzt hier. Immerhin ist deren, wie sagt man, Perseverance nicht so gut. Alter Schlapp. Was ist denn das hier für eine Scheißmap, Mann? Komm ich da durch? Nö. Und ich muss irgendwie da hoch. Junge, sind wir im scheiß Auenland oder was ist mit dir los? Da, mach dich weg. Öl. Da kannst du doch nicht gehen. Dummer blinder Idiot. Alter, was ist denn das hier für eine Map, Mann? Ich raff ja mal gar nichts. Na, Controller. Und weiter geht's. Mein Tor ist noch schon. Bin ich jetzt schon wieder? Ah, oh, toll, ich wollte gerade sagen. Oh oh. Nope! Lass mich in Ruhe, Kopfloser! Ich kenne dich schon, aber ich will nichts mit dir zu tun haben. Junge, der ist echt gruselig, der Typ. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wo kommen die denn alle her? Oh, ich will fast wieder zu diesen verfickten Affen zurück, ne? Hat mich jetzt auch noch irgendwo runter. Oh. Ist es das wert? Ist es das wert? Nein, das war es nicht wert. Der Typ da unten, ohne Witz. Mit dem wollt ihr euch nicht anlegen. Dieses, der macht so einen Status-Effekt, der heißt Braun. Und wenn der voll ist, das ist wie verflucht, bist du tot. Jo, ciao. Alter, diese Map, Mann. Uff. Alter, spawn die Typen mir nicht nach, oder was? Nein, das wollte ich vermeiden.
dass ich halt den Finisher nicht rausbekomme. Höhle fick dich. Oh Junge, Mann. Ich raff hier ja mal gar nichts. Entschuldigung, bin immer noch ein bisschen erkältet. Oh hi. Uff. Nee, eindeutig die falsche Richtung. Wir müssen in die Richtung hier, damit wir zu den Affen wiederkommen. Alter. Ciao. So. Und dann ging es, glaube ich, hier entlang, ne? Nö, hä? Alter, ich raff diese Map nicht, ne? Dann war es irgendwo hier oben lang. Hi. Junge, die respawnen doch, oder? Ich kann wieder nicht, dass die respawnen. Alter, ich peil ja mal hart gar nichts. Nee, da würde ich eigentlich auch nicht so hin. Da hoch würde ich ganz gerne. Alter, hilft das, dass wir irgendwie mal so einen Knallsamen rausböllern? Nee, na. Super. Junge! Die respawnen garantiert! Ja, da ist nichts zu machen, ne? So einfach komme ich halt. Schade, ich dachte, ich würde schummeln. Die Textur sah so aus, als könnte man draufstehen. So. Wir nähern uns tatsächlich dem Folgenende. Ich weiß es ja nicht. Wir gehen mal noch in den maroden Tempel schnell. Junge. Ich raff ja gar nichts, Mann. Lol. Ganz furchtbare Map. Ganz, ganz furchtbare Map. Ich hab dafür gar keine Worte, so furchtbar ist die Map. Boah, war das scheiße gerade, Mann. Ich bin. Kürbissamen, keine Kürbissamen voll. Ich hab keine Kürbissamen, hab ich gesagt. Mann. Brauchst du einen? Ja, wir müssten erstmal die blöden Fächer noch herstellen, hab ich ganz vergessen. Göttliche Entführung. Eine mit einem großen Tengu-Fächer geladenes Prothesenmodul. Verbraucht Geistembleme. Entfesselt ein Wirbelwind, der in Wirbel gefangene Feinde zum Umdrehen zwingt. Der hinfortgezauberte kann leicht zurückkehren. Es heißt jedoch, dass man nur einmal zurückkehren kann. Beim zweiten Mal gibt es keine Rückkehr. Jawohl. Prothesenmodul. So, Freunde. Jetzt ist die Frage, wo investieren wir? Wir können einmal in die Richtung investieren. Und einmal in die Richtung, mir fehlt noch ein Prothesenmodul. Welches scheiß Prothesenmodul fehlt mir denn? Okay, da hat mir noch ein Prothesenmodul gefehlt. Sicher, dass mir ein Prothesenmodul fehlt? Uff. Da würde ich gerne hinkommen. Ich frage mich gerade, welches Prothesenmodul mir noch fehlt. Na naja, gut. Ich würde, weil ich in die Richtung will, die Axt einmal leveln, auch wenn ich die nicht unbedingt leveln will. Wobei der Speer fast sinnvoller wäre, ne? Hm. Achso, ist eh eine Geldfrage, ne? Ja, dann. Dann ein andermal. Genau. Dann ein andermal. Jungs und Mädels, ich melde mich aus dem Funkkreis ab, setze mich hier noch kurz hin. Und sag tschüss.